Und damit herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Nach unserer etwas umfangreicheren Holzfällaktion. Oh, sie hat eine Blume gepflanzt, wie auch immer sie das im Winter macht. Sie ist offensichtlich Lea allmächtig. Ja, ich krieg mal wieder 500 Do Münzen vom Bürgermeister, weil er sich einfach freut, was wir für geile Schweine sind. Immer soll er doch, wenn er meint, dass er so dicke hat, dass es mir hinterherwerfen kann. Ich, der hier im Reichtum schwelgt. Soll er doch. Ablehnen tue ich es bestimmt nicht. Also, nee, 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 das nicht. So, dann haben wir noch ein bisschen Holz. Ich wollte ja auch irgendwann eigentlich noch die restlichen Fässer bauen, ne? Was brauchte ich denn noch für Fässer? Oak Raisin und Clay. Clay. Und den Raisin. Mal gucken, wie viele Fässer wir ja noch brauchen. Machen wir das mal zuerst fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Fässer tun es erstmal. Damit kriegt man nämlich hier nochmal zwei Reihen fertig. Das wäre das nächste Projekt, was wir dann langsam aber sicher abschließen. Hier unsere Weinkälterei. Oder naja, Fruchtsaft, Wein. Allgemein flüssige Früchte. In irgendeiner Form. Da fehlen dann nämlich bloß nochmal 10 und dann hätten wir's. So. 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 Die Frage ist, hier habe ich noch 10, da habe ich noch 10, da habe ich noch 10, da habe ich noch 10, aber fürs Holz reicht es wieder nicht. Mann, war das Holz jetzt aber schnell weg. Ich habe aber noch welches. Ich habe noch ein paar Bäume hinten zumindest. Müssen wir mal gucken, dass wir eventuell sogar, also wenigstens das fertig kriegen. 10-mal muss ich noch was einlegen, da hole ich gleich. Oh, das waren 11. Da machen wir nämlich noch 10 mal Kürbis. Das weg, 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 weg. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das auch nicht. Zu den Tieren gehe ich dann heute erst wieder relativ spät. Die Mine gehen wir heute sowieso nicht. Hier muss ich noch warten, bis das fertig ist. Dann gehen wir nochmal Holz schlagen. In der Hoffnung, dass es wenigstens hierfür reicht. Für die Bienenhäuser dann offensichtlich nicht. Und für die Wege hier schon gar nicht. Ach so, ja. Das wollte zuallererst mal weg hier. Soll nicht hier draußen rumwachsen. So, dann wieder hier rein. Und wir wollten ja diesmal von unten anfangen zu fällen. So. Eins, zwei, drei. Ja, da draußen liegt ein einzelnes Stück Holz. Kriege ich das, wenn ich hier so. Ja. Wunderbar. Wenn wir jetzt eine Iridium-Spitzhacke hätten, würde es ein kleines bisschen schneller gehen, aber nicht so schnell, dass es sich wirklich lohnen würde. Glaube ich zumindest nicht, dass das so viel ausmachen würde. Ja, ein paar hundert Holz könnten schon zusammenkommen. Dem wäre mir sehr gelegen. Oh, ich habe ja auch noch ein paar Bäume. So ist es nicht. Verausgabe ich mich heute mal komplett mit Holzfällen. Da werde ich nachher auf jeden Fall noch was essen müssen. Weil das auf irgendeine Art und Weise anstrengender ist, als zum Beispiel in die Mine gehen. Ich bin schon halb leer. Es ist früh um 10 und ich bin halb fertig mit der Welt. Da müsste ja sowieso was ändern. Dass du auf jeden Fall essen musst, irgendwie dreimal am Tag. Muss jetzt keine super Mahlzeit sein, aber irgendwas essen. Ist halt lächerlich, dass ich teilweise ganze Tage lang nichts esse. Mal schauen, was er noch so tut. Lass mal schauen, was mit dem nächsten Addon reinkommt. Da hat er ja nur ein bisschen geteased, mehr nicht. So, schaffe ich. Ah, die Reihe schaffe ich auf jeden Fall noch. So. Neu anpflanzen brauche ich sowieso nicht, weil eh nichts wächst. Obwohl, ich könnte es aber vorplanen. Das könnte ich schon.
Jetzt bin ich dann eigentlich doch ganz froh, dass wir ja so eine kleine Holzschonung gemacht haben. Also. Ich brauche auf jeden Fall noch 300 Holz für 10 Fässer. Das alleine könnte schon echt knapp werden. Okay, habe ich aber schon. 300 Holz, ey, für 10 Fässer, wow. Wisst ihr, was dann da an Holzwert steht eigentlich? Durch die ganzen Fässer. Aber wir haben es dann dafür auch gleich geschafft. Also mit Fässern sind wir dann durch. Wieder ein Haken dran an was ich vorhatte. Dann fehlt eigentlich bloß noch Angeln auf 10 erstmal als relativ langfristiges Ziel. Ich bräuchte noch ein paar Iridium-Sprinkler. Gut. Wenn ich die jetzt nicht habe, werde ich auch nicht dran verarmen. Es sind eh wahrscheinlich viel zu viele Felder. Punkt, aus, Ende. Also. Die stehen jetzt zwar ein bisschen enger beieinander, aber die Anzahl der Felder ist einfach lächerlich, die ich da gemacht habe. Zumal ich an mir Wächshaus auch noch was anbaue, das ist ja nicht weg. So, jetzt erstmal noch die letzte Baumreihe hier beiseite schaffen, damit wir hier ein bisschen was sehen. Wo sich hier noch Kleinkram verbirgt. Hier, hier, da, dort, hier auch nochmal, hier nochmal. Da auch noch, hier noch, da auch noch. Lass mal ja noch so zwei einzelne Bäume stehen, oder was? Dafür wird nämlich die Energie nicht mehr reichen. Okay, was? Ja. Ja, nö. Ich habe auch nichts dabei, was ich jetzt irgendwann mal zu mir nehmen könnte. Wie viel habe ich denn noch? 16. Okay, das war knapp, aber hat gereicht. Unsere kleine Baumform ist damit bereinigt. So. Ich bringe schon den ganzen Kram weg. Ja, das kommt gleich dran. Hopp. Das da. Das da nicht. Die brauche ich gleich zum Aussehen. Das da. Zap ist voll. Das ist gut. Dafür fliegt ja so eine Gammel auf eine Morchel. Sweet Jamberry. Die wollte ich aufheben, falls ich die nochmal brauche, ne? Hier ein einzelner Pilz. Kamen Mushroom. Der kann weg. Hier, tschüss. Dann kann. Ne, das will ich jetzt noch schnell bauen, siehste. Ah ne, das wollte ich ja auch noch. Ja, ich brauche was zu essen. Soweit ist ja mal klar. Ich brauche irgendwie 400 Energie. Ja, meine fette Schokotorte auf jeden Fall. Und 4 Tortillas, das ist doch mein Essen. Den ganzen Schokokuchen. Alter Schwede. Da hätte ich jetzt aber Probleme mit meinem Magen. Oh, die Tortillas bringen ja überhaupt nicht viel. 50 nur. Na geht schon, ich habe ja auch noch ein paar gemacht. Ja, fast wieder voll. Easy. Der Tag ist ja eh schon angefangen. Also von daher, passt das schon. Dann gehen wir nämlich schnell hier hinten noch abernten. Du, jetzt ohne Mist. Ich habe das Gefühl, der wächst nicht. Tschüss. Der ist mit der... Der nervt da bloß und ich brauche ihn da auch nicht. Ich brauche ihn da nicht. Okay, das heißt, wir könnten hier tatsächlich auch mal den Weg fertig machen. Hopp, 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 hopp. Okay. Dann hoch zur Fischkiste. Hopp, hopp, hopp. Dann runter zur Kiste hier. Hopp. Okay. Dann brauche ich noch 10 Fässer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr schön, dann warten wir hier nur, bis die Ernte durch ist. Und dann haben wir unsere Winzerei endlich fertig. Schön. Nie wieder Holz dafür ausgeben. So, das legen wir mal ganz kurz hier rein. Das legen wir jetzt hier rein. Was brauche ich denn für ein Bienenhaus? Das ist kein Bienenhaus.
Maple Syrup, Iron, Coal und Wood. Maple Syrup. Iron. Oh. Ich habe keine Eisenerze gerade. Gar keine. Gehen wir mal Zähne ansetzen. Okay, dann auf zu die Tiere. Die muss ich auch noch machen. Was sehe ich denn hier oben? Bisschen. Achso, ich habe gar keine Gießkanne. Ja, die jetzt abzuholen lohnt sich auch nicht mehr. Es ist 4 Uhr nachmittags. Na gut. Morgen muss ich sie dann aber unbedingt mal holen. Sollte sie fertig sein. Unsere hübsche Iridium-Gießkanne. Wäre natürlich stark gewesen, wenn wir auch noch eine Iridium-Hau gehabt hätten. Aber das muss dann eben so gehen. Geht schon irgendwie. So, Kuh, Schaf, Schaf, Schwein. Hallo? Hallo? Aha. Das wollte er irgendwie nicht so richtig. Das ist wahrscheinlich ein bisschen sauer gewesen. Keine Ahnung. Hat sich nicht wohl gefühlt. So, da ist dann alles Schafe. Du hast nicht aus irgendwelchen Gründen. Okay, halt, der oben muss da auch noch, oder? Ja. Alle haben außer du. Naja. Hab ich das auch noch gemacht? Das auch noch gemacht. So, dann, Wolle aufspinnen. Eier wegmachen. Hä? Wie sind die denn? Da kommt durcheinander so ein bisschen. Da ist der Käsomat. Hier ist ein Käsomat. Und ich hatte da, glaube ich, noch eine Milch. Genau. Dann setzen wir gleich auch nochmal an. Kann ja nicht sein, dass wir ja keine Eisenbarren haben. Okay. 67 Eisen wieder bloß noch, aber das geht schon. Eisenbarren, Maple Syrup, Holz. Bienenhaus 1, Bienenhaus 2. Wir gucken mal, so viele brauchen wir ja gar nicht mehr. So viele brauchten wir ja gar nicht mehr. Da. Da noch eins hin. Und hier oben jetzt eine abschließende Reihe quasi. Oh, dann sind es doch noch ein paar mehr. Geht ganz schön an die Kohle. Ich frage mich, was sie da mit der Kohle machen. Oder ob er das nur gemacht hat, um es teurer zu machen. 3 Stück brauche ich noch. Ist genau das, was ich hatte. Das ist ja mal ein Wunder, dass das so passt. Die werden nicht alle diesen Blumenhonig anbauen können, aber wie ich mich kenne, ruppe ich die Blume eh alle 5 Minuten ab, also bauen die eh alle nur Waldhoney. Ich finde aber, so können wir es lassen. Da habe ich noch eine kleine Honigproduktion da unten. Da müssen da nicht auch noch Felder hin. Ist ja sowieso schon völlig übertrieben. Dann baue ich... Oh, war das jetzt alles, was ich noch hatte an Holz? Na, so gut wie. Voll clever. Oder lieber Tore, anstatt sie ja sinnvolle Wege baut. Das kann dann auch alles ein bisschen anders. Das kann also komplett doppelreich. Das schließt ja bloß die Felder ab hier. Bis da. Hier kann da noch das Tor rein. Da sind überall schon Tore drin. Da oben auch noch nicht. Da kommt auch noch eins rein. Hier so. Hier unten muss auch noch eins rein. Hallo? Hallo? Okay. Und, da habe ich schon. Okay, also habe ich ja tatsächlich alle Tore dann soweit verarztet. Jetzt kommt natürlich hier noch der Oak Raisin. Den ich so in solchen rauen Mengen eigentlich gar nicht mehr brauche, aber... Ja, habe ich jetzt halt. Mayonnaise, Eisenbarre nehme ich gleich wieder mit. So, den Mayonnaise und den ganzen Käsequatsch, den können wir gleich nochmal verkaufen.
Olle braucht offensichtlich ein bisschen länger. Ja. Ist ja okay. Die war frisch aufgestellt. Pop. Habe ich hier noch Wegstückchen? Ich habe echt keine Wegstückchen mehr. Ich habe hiervon noch ein paar. Okay, die nehme ich mit, weil ich die gleich brauche. Aber das ist dann nicht mehr allzu viel. Nicht die richtige Kiste. Das ist die richtige Kiste. Käse. Entendinger, Käse. Ach, Wald anpflanzen wollte ich ja auch wieder gehen. Aber da ich eh nochmal da runter muss in die Richtung, passt das schon. Jetzt ist das Stück Stoff fertig, aber jetzt ist mir auch egal. Jetzt ist auch egal. Da ist der Wald. Hier machen wir jetzt doppelt rein. Okay, zwischen den Feldern geht immer das lang. Was man aber durchaus machen könnte. Wäre hier quasi noch ein kleiner Weg ringsrum. So. Ach, hier unten. Und hier zwischendurch. Da nicht. Da kommt eine Blume hin. Hier auch nochmal. Okay, dann sind die Steinstückchen eh fast alle. Da haben wir aber zumindest erstmal hier ein bisschen. Mal hier unten noch anfangen, ein bisschen was auszulegen. So. Haben wir das auch noch? Hier kommen keine hin, aber da. Eins, zwei. Stopp. Okay, dann planen wir das auch noch um. Nein, was ist denn das jetzt? Wie spät ist es denn? Okay. Erste Reihe muss sitzen. Die plane ich nochmal schnell um. Da machen wir es nämlich auch nicht so weit rechts an Rand. Dann fällt da nämlich auch nichts raus. Oder zumindest nicht so oft. Machen wir das nämlich so. Und dann sollte das passen. Ist hier so ein kleiner Wald mittendrin. Schaffe ich heute bestimmt nicht mehr, die alle anzusetzen, oder? Hallo. Wir planen jetzt dann hier schon mal so gut, wie es geht, vor. Ja, komm, jetzt wenigstens die Reihe hier noch. Genau, dahin. Hierhin. Na komm schon. Mann, was ist denn das jetzt aber auch? Ja, jetzt werde ich hektisch und dann wird es nicht mehr genau. Und fertig. Und jetzt aber hier die Schuhe in die Hand. Also die Füße am besten. Die Beine, wie auch immer. Oh, das ist ein langes Stückchen Weg bis zur Farm. Wahrscheinlich kippe ich jetzt vor der Tür um. Lea holt mich natürlich. Oh, okay. Knapp. Ja, jetzt kippe ich hier um. Vorm Bett. Und wehe, ich muss dafür jetzt was zahlen. Ey, wäre ich aber sauer. Okay. Das war das. Das war jetzt ein bisschen zügig. War eine zügige Folge. Wollte ein bisschen was schaffen. Die Farm ist damit jetzt eigentlich, bis auf ein paar Wegstücken und bis auf ein bisschen, die Bienenhäuser sind komplett, die Fässer sind komplett. Ein paar Wegstücken fehlen noch und ein paar Sprinkler, dann ist die Farm fertig. Beim Angeln fehlt bloß noch das letzte Stückchen. Dann haben wir das hier auch fertig. Passt was. Wir beenden also langsam, aber sicher die Stränge, die noch offen sind, ne? Die werden fertig. Und solange wie ich das nicht alles fertig habe, bringe ich hier auf keinen Fall 2 Tage pro Folge, weil ich halt einfach die Zeit brauche, um das noch hinzukriegen. Und wenn ich jetzt halt dann nochmal viel angeln muss, ist auch okay. Und ja, aber einen Minentag müssen wir auf jeden Fall auch nochmal einlegen. Der kommt nochmal. Einer.
Ein letzter. Ob ich dann die Werkzeuge upgrade. Meine Gießkanne hole ich halt erstmal ab. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.